Mir ist Peter Alexandrov. Ich habe den Global im Aargau. Eine Legende. Jetzt, Peter, in den letzten Sekunden zu verlieren im Jahr, ist sehr bitter. Ja klar, sehr bitter. Aber Fußball ist so, der, der mehr Tore schießt, der gewinnt auch. Darum gratulieren für FC Fissesbach und sie haben vielleicht verdient gewonnen. Ich wollte kurz eine Szene ansprechen, circa nach einer halben Stunde sind eure Fans aufgekumpelt auf der Tribüne, auch auf dem Feld. Hat es Reklamationen gegeben? Bist du gefällt worden? Ist eben die Frage, ob du gefällt worden bist. Wie hast du die Situation gesehen? Ist es unübersichtlich gewesen? Es war klar ein Penalty, aber wir wissen, dass Penalty ist dann, wenn die Schiedsrichter pfifft. Darum hat er nie gepfiffen, schade für uns. Genau. Was siehst du für Gründe, dass es schlussendlich eben so knapp nicht gelangt hat? Ja, sie haben auch gute Mannschaft, wir haben auch unsere Chance gehabt, haben wir nicht verwertet und wie gesagt, der, der mehr Tore schießt, der gewinnt. Fußball ist so. Genau. Jetzt habe ich mich noch gefragt, ob man mit dem fortgeschrittenen Alter, ob man, wenn man auf den Platz geht als Fußballer, eher doch ein bisschen ruhiger wird oder ob es eigentlich immer noch genau gleich ist wie früher, wenn man den Rasen betritt. Es ist schon, ich bin schon viel, viel ruhiger geworden. Aber Ehrgeiz ist immer noch da. Wenn ich auf den Platz gehe, dann will ich immer gewinnen. Aber wenn ich verliere, dann gehe ich zu dem Gegner, gratuliere und das Leben geht weiter. Wir müssen einfach Spaß haben. Ein fairer Verlierer. Es ist schade, eben, dass einer von unseren besten Spielern noch schon nach 12 Minuten musste gehen mit so einer Wunde. Das ist nicht gut. Darum, wir müssen einfach Spaß haben. Aber gratuliere am FC Fissesbach und das Leben geht weiter. Genau. Letzte Frage vielleicht noch. Ist der Meistertitel, den ihr ja geholt habt, ist der doch noch jetzt Trostpflaster? Ja, schon, aber wenn du Cupfinal verlierst, ist auch nicht schön. Wir haben versucht zu gewinnen, haben nicht erreicht. Ja, versuchen wir nächstes Jahr wieder. Leben geht weiter, wie Sie so schön gesagt haben. Alles Gute und schönen Tag. Trotzdem alles gut. Danke vielmals. Okay. Merci, okay. Peter. Ciao. Ciao.